In diesem Vortrag geht es um die Varianten des Lernens mit digitalen Medien. Ich möchte Ihnen das ganze Spektrum an Möglichkeiten aufzeigen, das wir haben, um Lernen mit digitalen Medien zu implementieren. Das Ziel soll es sein, deutlich zu machen, dass das Lernen mit digitalen Medien doch eine ganze Bandbreite von verschiedenen Optionen eröffnet und dass es unsere Aufgabe im didaktischen Design sein wird, die richtigen Szenarien zu identifizieren, herauszuarbeiten, was sind die Vor- und Nachteile der verschiedenen Szenarien und auch dann zu matchen mit den Rahmenbedingungen, mit denen wir es in einem spezifischen didaktischen Problem zu tun haben. Und insofern ist es wichtig, zunächst einmal einen solchen Überblick über diese Szenarien, über die Varianten des Lernens mit digitalen Medien zu haben. Fangen wir an. Dies hier wäre eine Übersicht und das sind eben 10 verschiedene Möglichkeiten, die ich Ihnen im Folgenden aufzeigen möchte. Fangen wir an mit dem ersten, mit Lernprogrammen. Nun, hierbei geht es um selbstgesteuertes Lernen. Hierbei geht es darum, dass wir eine Lernumgebung schaffen, mit der die Menschen zeit- und ortsunabhängig lernen können. Ein Lernprogramm, mit dem Sie Ihre eigenen Lernwege, Lernpfade auswählen können, Ihr Tempo selbst bestimmen können. Das hat viele Vorteile, aber wie wir sehen werden, eben halt auch möglicherweise Nachteile. Wo finden wir das? Wo finden wir solche Computer-based Trainings oder auch Web-based Trainings? Nun, wir finden sie bei einer ganzen Reihe von Themen, etwa im Bereich von Wirtschaft, wenn es darum geht, etwa in der Buchhaltung zu lernen, wie man Software benutzt, oder in der Technik, wenn es darum geht, zu verstehen, wie bestimmte technische Systeme, Maschinen funktionieren, oder auch natürlich beim Sprachenlernen, ein Thema, was in der letzten Zeit immer häufiger auch genutzt wird, um mit digitalen Medien das Sprachenlernen zu vermitteln. Wenn Sie selbst einmal ausprobiert haben, eine Sprache mit einem Lernprogramm zu erwerben, dann werden Sie vielleicht auch gemerkt haben, dass es gar nicht so einfach ist, durchzuhalten, dass es gar nicht so einfach ist, ganz auf sich alleine gestellt mit einem solchen Medium zu lernen. Ja, Lernprogramme haben Vorteile in dieser Unabhängigkeit von einer betreuenden Instanz, der Unabhängigkeit der Orte, der zeitlichen Strukturierung. Aber eben, sie haben auch hohe Anforderungen an die individuelle Selbststeuerung. Also hier nochmal die Übersicht. Wir haben es mit CBT-Programmen zu tun. Ein Computer-Based Training wird üblicherweise über einen physischen Datenträger übermittelt. Damit ist gemeint eine CD-ROM, eine DVD. Aber natürlich heute stellen wir solche Lernprogramme vor allen Dingen über das Internet bereit. Wir sprechen auch von einem Web-based Training. Zusammengefasst, es geht um das Lernen in der Interaktion von Mensch und Maschine. Es ist zeit- und ortsunabhängig. Es ist ein selbstgesteuertes Lernen. Aber ich erwähnte es, es gibt gewisse Gefahren. Durchzuhalten ist nicht immer einfach. Und deswegen müssen wir auch oft mit einem Abbruch rechnen. Konzeptuelles Wissen steht im Vordergrund. Ich kann mir Wissen über bestimmte Dinge aneignen, aber vielleicht, wenn es gut gestaltet ist, auch prozedurales Wissen. Und ich kann eben eine Möglichkeit anbieten, jederzeit selbstgesteuert zu lernen. Wir sehen hier die typische Struktur eines solchen Lernprogramms. Es geht darum, Informationen zu präsentieren. Die Lernenden verarbeiten Informationen. Dann werden regelmäßig Testfragen gestellt. Die Lernenden beantworten die Fragen. Dann gibt das System eine Rückmeldung. Die Lernenden verarbeiten das Feedback. Und es kommt die nächste Lerneinheit. Dies wird oft mit einem lerntheoretischen Paradigma des Behaviorismus in Verbindung gebracht. Aber es ist eine Grundstruktur, wie wir sie auch heute in Lernprogrammen immer noch finden. Und es ist eine Grundstruktur, die vielfach in ihren Vor- und Nachteilen diskutiert worden ist in der Literatur.
und wo man auch unterschiedliche Einschätzungen haben kann, inwiefern diese Grundstruktur eines Lernprogramms eigentlich Lernende unterstützt oder vielleicht doch auch zu sehr gängelt, zu sehr einengt in ihren Lernpfaden. Das hier aber, wie gesagt, ist sehr wichtig, sich klar zu machen, diese Grundstruktur eines Lernprogramms, sie ist typisch bis heute für entsprechende Anwendungen. Und wenn wir heute über neue Formen der KI-gestützten Systeme, über künstlich intelligente Systeme für das Lernen sprechen, dann haben die auch oftmals unterliegend eine solche Grundstruktur, beim Lernen. Sie sehen, eine Grundidee ist, die Verzweigung des Lernpfades zu inkludieren. Also es ist der Gedanke, in Abhängigkeit von Antworten auf solche Testfragen das Lernprogramm anzupassen. Es ist der Gedanke, dass das Lernprogramm wie eine gute Lehrperson sich auf den Lernenden einstellen kann und insofern nicht nur lineare Abläufe liefert, wie ein Buch, ein Film, ein Video, sondern hier eben auch eine solche Anpassung ermöglicht. Das war immer schon der Gedanke der behavioristisch inspirierten Lernprogramme. Und auch das wird heute bei Systemen, die mit künstlich intelligenten Algorithmen arbeiten, weiterverfolgt, diese Anpassung des Lernprogramms an den individuellen Lernstand. Wir finden in den Lernprogrammen eine ganze Fülle an Materialien, die dort inkludiert wird. Und wir, neben Text und Bild finden wir natürlich zunehmend Videos als eine Informationsquelle, die relevant wird. Solche Erklärvideos, wie wir sie eben hier und heute nutzen, mit verschiedenen Tools werden zunehmend inkludiert. Video als Format, ja, das ist eine sehr aktuelle und sehr wichtige Anwendung, die wir halt auch in der weiteren Zukunft sicherlich noch häufiger beim Lernen mit den digitalen Medien finden werden. Kommen wir zu dem zweiten Element, zu der zweiten Variante digitaler Lehr-Lern-Szenarien, kognitive Werkzeuge. Hier finden wir einen ganz anderen Zugang zur Thematik. Wir wollen hier nicht den Lernweg, den Lernpfad möglichst stark steuern, regulieren, sondern hier ist das Digitale dazu da, um die Auseinandersetzung der Lernenden zu unterstützen. Die kognitiven Werkzeuge unterstützen bei Erstellung, Bearbeitung, Verarbeitung von Informationen. Sie legen aber den Lernpfad nicht fest. Das ist also eine produktive Auseinandersetzung. Und wir finden hier in verschiedenen Werkzeugen solche Möglichkeiten. Ja, selbst ein Textverarbeitungsprogramm können wir als ein kognitives Werkzeug betrachten. Aber bestimmte Werkzeuge sind natürlich besonders geeignet, diese kognitive Auseinandersetzung zu unterstützen. Diese, ja, Übertragung in das Gedächtnis wird durch bestimmte Werkzeuge natürlich besser unterstützt als durch andere. Und hier ein bekanntes Tool, Mindmaps, das sind Strukturierungshilfen, die uns in der Art der Darstellung und in der Art der Erarbeitung von Wissen dabei unterstützen, Informationen besser aufzubereiten, um sie eben dann auch besser im Gedächtnis verankern zu können. Also solche Mindmaps helfen uns, Strukturen in Texten zu erkennen. Und diese Strukturen wiederum helfen uns, konzeptuelles Wissen besser im Gedächtnis auch verankern zu können. Die dritte Anwendung, das dritte Szenario für digitale Lehr-Lern-Szenarien wären Informations- und Hilfesysteme. Auch hier sehen Sie, geht es nicht um ganze Lernpfade, um Lernprogramme, die wir abbilden und unterstützen, sondern im Umgang mit digitalen Systemen geht es ja oft darum, punktuell, ad hoc Informationen abzurufen und eben in unsere Handlungsabläufe auch integrieren zu können. Also solche Fakten, solche Konzepte, solche prozeduralen Wissenselemente möchten wir im Alltag aufrufen und sie dann eben verarbeiten. Das Internet ist ja deswegen auch so interessant, auch in seinem in seiner ubiquitären Verfügbarkeit, also ich habe das immer ja
bei mir durch das Smartphone oder andere digitale Geräte, dass ich jetzt Wissen abrufen kann und es verarbeiten kann. Ja, ich muss nicht ein ganzes Lernprogramm bearbeiten, mich am ganzen Lernpfad sozusagen aussetzen, sondern ich kann jetzt kleine Elemente aufrufen und nutzen. Ich kann Informationen und Hilfesysteme aufrufen. Ja. Hier ist also die Herausforderung, die Information so aufzubereiten, dass es für mich leicht möglich ist, aus diesem externen Wissensspeicher eine Übertragung in das Langzeitgedächtnis zu ermöglichen. Und insofern sind auch so Sachen relevant wie die Personalisierung des Systems durch die Personen. Also wie kann ich das für mich wirklich an meine Bedingungen, an meine Vorlieben, Präferenzen gut anpassen, das System. Aber Sie merken, es geht um viel kleinere Einheiten. Und früher hätte man vielleicht auch gefragt, ja, ist das dann überhaupt ein Lernsystem? In der Mediendidaktik wären wir natürlich ganz offen und würden sagen, solche Systeme unterstützen die Menschen bei der Bewältigung von alltäglichen oder beruflichen Anforderungen. Sie sind in ihrer zeitlichen Erstreckung natürlich viel punktueller angesiedelt als andere Anwendungen, aber sie sind ein besonders interessantes Element, weil sie die Möglichkeiten der digitalen Technologien, nämlich jederzeit darauf zuzugreifen, sehr gut für den Menschen nutzbar machen. Hier ein Beispiel dafür, wie so etwas aussehen kann. Ein Hilfesystem, in dem Fall, um zu erklären, wie mit HTML5, also einer Sprache für das Internet, für die Darstellung von Webseiten, genutzt werden kann. Sie sehen hier eine ganz typische Struktur, wie so ein Hilfesystem aussehen kann. Und jemand, der arbeitet und ein solches Programm entwickelt, der möchte eben vielleicht nicht ein ganzes Lernprogramm bearbeiten, um sich eben zeitlich lange mit einer Thematik auseinanderzusetzen, um zu verstehen, wie das im Ganzen funktioniert, sondern möchte eben jetzt eine bestimmte Information haben, um dazu zu lernen, aber eben sehr punktuell. Hier nochmal die Gegenüberstellung. Wir können sprechen von einem Informationsangebot oder von einem Lernangebot. Wir können das gegenüberstellen und deutlich machen, das Informationsangebot ist natürlich zeitlich in einer viel niedrigeren Reichweite als ein Lernangebot aufgebaut. Beides bedeutet aber ein Kontinuum aus meiner Sicht. Ja, wir, glaube ich, können da keinen klaren Cut-off machen. Ab so und so vielen Minuten Bearbeitungsdauer wird es erst zu einem Lernangebot. Die Mediendidaktik muss sich eben mit diesem Kontinuum beschäftigen von Informations- und Lernangeboten. Spannend sind aktuelle Forschungen zur künstlichen Intelligenz, bei der nachgedacht wird, wie können wir aus den Interaktionen und Verhaltensspuren der Menschen gewisse Modellierungen ableiten, wo wir erkennen, wie ist der Kenntnisstand des Nutzenden, wie kann das Wissen angepasst werden und auf den aktuellen Zustand des Lernenden so ausgelegt werden, dass eben genau das richtige Wissen zur jetzigen Zeit präsentiert wird. Wir sprechen von adaptiven Systemen, wir sprechen davon, die Mensch-Maschine-Interaktion zu optimieren, wir sprechen von Empfehlungssystemen, die die Menschen dabei unterstützen, in der Interaktion mit Systemen eben noch besser Informationen präsentiert zu bekommen. Und das ist aber ein Forschungsvorhaben, ein weiteres Forschungsvorhaben, was schon seit vielen Jahren läuft an vielen Orten der Welt und wo man aber eben halt noch nicht genau weiß, wo geht es hin mit diesen künstlich intelligenten Systemen, die diese Arbeitsweise des Menschen mit dem Computer bei solchen Informations- und Hilfesystemen unterstützen. Kommen wir zu einem weiteren Punkt, Simulationen und Spiele. Nun,
Das ist ein sehr weites Feld, aber auch ein Feld, was sehr viele interessante Anwendungsmöglichkeiten bietet. Hier sehen Sie eine komplexe technische Anlage, ein Fertigungssystem. Dieses Fertigungssystem ist in seiner Anlage bekannt. Es ist ja als Algorithmus letztlich abgebildet. Und jetzt ist die Frage, wie können wir zum Beispiel in dem Fall jetzt das Verständnis dieses Systems und die Fähigkeit dieses System zu bedienen, wie können wir das in einer Simulation etwa nachbilden, sodass die Lernenden in der Interaktion mit dem System lernen, dieses System zu bedienen. Also, das hat viele Vorteile, natürlich, ganz offensichtlich. Wir brauchen nicht eine solche Anlage zur Verfügung zu stellen. Wir können jederzeit trainieren. Fehler machen, erzeugen keine Schäden an der Anlage. Und insofern ist es natürlich immer dann interessant, wenn ich ein System habe, was ich gut abbilden kann und auch zuverlässig abbilden kann, wie zum Beispiel eine solche technische Anlage. Hier Beispiele für solche Simulationen, etwa hier beim Fräsen von Objekten, bei einer Windmaschine, bei Unternehmensplanspielen wird es interessant und wird es eingesetzt. Aber bei Unternehmensplanspielen haben wir schon eine andere Welt, weil bei Unternehmensplanspielen oder anderen sozialen Systemen haben wir ja das Problem, dass wir nicht den Algorithmus kennen, wie die Wirtschaft funktioniert. Wir haben gewisse Überlegungen, wir haben Modelle dazu, aber wir haben ja nicht a priori, wie die Maschine, diese Welt erzeugt, sondern sie ist entstanden und nun ja, wenn wir wüssten, wenn wir wirklich zu 100% wüssten, wie Wirtschaft funktioniert, wären wir alle Millionäre. Also insofern sehen Sie, hier versuchen wir uns dem zu nähern. Hier haben die Planspiele, die Simulationen eine andere Funktion als bei technischen Systemen, bei der eine sehr hohe Abbildungsgüte im System zuverlässig hergestellt werden kann. Also auch zum Beispiel in der Medizin können wir natürlich bestimmte Dinge simulieren, aber auch da müssen wir nachdenken, wie weit ist das, was wir abbilden, eigentlich tatsächlich übereinstimmend mit der Realität. Ja, wir haben dann auch wir bewegen uns dann auch im Übergang zu spielerischen Anwendungen, wo man eben halt auch Gamification-Elemente einbaut in die Simulation solcher Systeme. Es gibt ganz interessante Anwendungen, wo man in spielerischen in spielerischen Welten solche Lernfragen einbaut. Aber es bleibt immer die Frage, inwieweit funktioniert das? Inwieweit lenkt vielleicht auch diese Welt ab von dem eigentlichen Lernprozess? Das ist auch Gegenstand laufender Forschung. Nämlich die Frage, inwieweit ergänzt sich eigentlich das spielerische Element und die Lernfunktion? Also, wir können zusammenfassen, wir haben auf der einen Seite Welten, in denen die Funktionen weitgehend bekannt sind, als Algorithmen abgebildet sind, bei denen sie nur teilweise bekannt sind, oder eben auch Spielwelten, in denen die Funktionen und die Funktionsweisen erdacht sind. Die Ziele solcher Anwendungen sind zum einen, dass wir eine intensive Auseinandersetzung befördern wollen. Das kann auch in der sozialen Interaktion erfolgen. Wir wissen, dass die Menschen in solchen spielerischen Welten, in solchen Simulationen zunächst sehr motiviert sind oder sein können, sich damit auseinanderzusetzen, da reinzugehen, sich auch vielleicht lange zu beschäftigen, so etwas wie ein Flow-Erleben auch zu realisieren. Aber das muss auch in bestimmter Weise gestaltet sein und muss auch so organisiert sein, dass tatsächlich eben der Lernfortschritt sichergestellt ist.
Das Spannende ist, dass wir in solchen Simulationen und Spielumgebungen nicht nur konzeptuelles Wissen vermitteln können, sondern dass auch hier der Erwerb von Fertigkeiten, von prozeduralen Kompetenzen möglich ist und auch die Einstellungskomponente eine wichtige Rolle spielen kann. Also eine Möglichkeit, Simulationen und Spiele, die für das Lernen mit digitalen Medien sehr interessant ist, aber wo wir auch sehr vorsichtig sein müssen in der Abschätzung der Möglichkeiten und auch in der Umsetzung, denn nicht jedes Spiel und nicht jede Simulation garantiert einen Lernerfolg. Kommen wir zu dem fünften Element, zu der fünften Variante: Performance Support und Trainingssysteme. Es geht eigentlich darum, bestimmte Vollzüge, die wir im Alltag bewältigen wollen oder müssen, zu unterstützen. Auch hier sehen Sie wieder, es geht um relativ kleine zeitliche Erstreckungen. Wir sehen hier den Fahrkartenautomat. Wenn Sie jetzt sagen, ja, mein Gott, wo ist da das Problem? Die Antwort lautet, für viele Menschen, für manche Menschen ist es ein Problem, damit erfolgreich umzugehen. Und die Frage ist jetzt, wie können wir ein auch wiederum Hilfesystem dahinter programmieren, um die Bedienung eines solchen digital letztlich unterstützten, digital gesteuerten Systems zu unterstützen. Ein Performance-Support-System würde hier eben dahinter liegend arbeiten und würde halt uns unterstützen dabei, ja, wie nun wir zu einem solchen Ticket kommen. Bei einem komplexeren digitalisierten Trainingssystem arbeitet die Person mit dem System, die Person interagiert mit dem System, das System wertet das Verhalten aus, gibt eine Rückmeldung und ja, arbeitet in einem, wenn man so will, rückgekoppelten System. Hier das Beispiel etwa eines Autos, das Rückmeldung gibt, ob die Person ökologisch sinnvoll, spritsparend fährt. Und so kann die Person lernen, im Umgang mit dem System ihr Verhalten zu optimieren. Interessante Beispiele hier auch, im Krankenhaus piepst die Trinkflasche, wenn über einen bestimmten Zeitraum nicht getrunken wurde. Also das sind interessante Anwendungen, die auch jenseits des traditionellen Computers implementiert werden, die in Systemen implementiert werden, die wir im Alltag nutzen und die eben so etwas wie ein erfahrbares Lernen ermöglichen. Ja, hier ein vollständig reguliertes Trainingssystem, das tatsächlich dann in der Lage ist, das Verhalten des Menschen zu regulieren. Also etwa hier bei einem solchen Fitnessgerät, das den Pulsschlag registriert und die Geschwindigkeit und den eingelegten Gang so anpasst, dass eben das Herz im optimalen Bereich schlägt und so weiter. Ja? Auch hier merken wir, das sind sehr interessante Anwendungen, die über die traditionelle Nutzung von Computern, so wie wir sie kennen, in Alltagsobjekten integriert. Und auch hier würden Sie wieder sagen, es ist ja. Ist das Lernen? Und die Antwort lautet ja, ganz elementar. Es ist aber eben halt ein anderes Lernen. Es ist ein Lernen, was jetzt nicht über die Entwicklung kognitiver Konzepte funktioniert, sondern in dem Fall beispielsweise über psychomotorische Funktionen funktioniert. Ja, hier ein Beispiel auch einer bekannten Anwendung etwa eines Fahrsimulators oder Flugsimulators. Und hier nochmal die Übersicht über die verschiedenen Varianten von einem einfachen Performance-Support-System über ein digitalisiertes Trainingssystem bis hin zu einem vollständig geregelten Lernsystem. Kommunikation und Kooperation. Ja, ein Blick aus vergangenen Zeiten. Es geht hier um die Frage, wie können wir Kommunikation und Kooperation auch mit Medien unterstützen?
Keine Frage, die Face-to-Face-Situation hat eine besondere Magie, können wir sagen. Die Magie der Präsenz, das Zusammensein von Menschen in einem Raum hat eine besondere Qualität. Und umso mehr wir mit Online-Medien und digitalen Kommunikationstools arbeiten, umso mehr spüren wir auch durchaus die Besonderheit der Face-to-Face-Situation. Und die Mediendidaktik kann uns diesen Blick schärfen in der Frage, wie können wir eigentlich eine gute Kombination kriegen von solchen Face-to-Face-Elementen und von Online-Elementen. Wenn wir das also planen, dann müssen wir uns überlegen, welche Möglichkeiten haben wir. Ja, wir reden über bidirektionale Kommunikation und wir unterscheiden zwischen synchroner Kommunikation einerseits und asynchroner Kommunikation andererseits. Und wir sehen hier die verschiedenen Varianten, wie wir die ortsgleiche oder verschiedene und zeitgleiche oder zeitverschiedene Kommunikation organisieren können. Und da merken wir schon, das Besondere für solche mediendidaktische Szenarien besteht darin, dass wir diese ganzen Elemente kombinieren können, aber eben halt auch im Hinblick auf unser didaktisches Problem optimiert kombinieren müssen, auf einer Zeitachse anordnen müssen und so ein solches Szenario dann möglich machen. Also sind so Fragen auch hier relevant, in welcher Weise ist ein bestimmter Aufwand mit einer bestimmten Variante verbunden und in welcher Weise können wir zeitliche und räumliche Flexibilität ermöglichen. Wenn wir das ganz nüchtern betrachten, ist der Aufwand am höchsten eigentlich, wenn wir alle uns zur gleichen Zeit, also am gleichen Ort einfinden. Ja. Und die höchste zeitliche und räumliche Flexibilität haben wir bei der asynchronen Kommunikation im Internet, wo wir etwas hinterlassen können und auf andere aber auch halt zeitversetzt eingehen können. Ja, es gibt die verschiedensten Szenarien, die in den letzten Jahrzehnten ausprobiert worden sind, zum Beispiel wie hier die Kopplung von Hörsälen, wo verschiedene Dozierende zusammenarbeiten. Heute ist natürlich über die Desktop-Videokonferenz ist möglich, an jedem Computer eine Videokonferenz, über eine Webcam etwa, eine Videokonferenz zu organisieren. Und über verschiedene Tools können wir Videokonferenzen entsprechend für die Kommunikation von Lehrenden und Lernenden leicht organisieren. Hier einmal ich finde ganz lustiges historisches Bild, eine der ersten Skype-Versionen, eine erste Skype-Version und in dem Fall sogar mit den Begründern von Moodle in einer Arbeitsbesprechung. Die siebte Variante, Lernen in Communities. Nun auch wieder eine ganz andere Konstellation. Hier geht es darum, Menschen, die in einer ähnlichen beruflichen Situation sind, die ähnliche private Interessen haben, auf einer Community-Plattform zusammenzubringen, ihnen einen Raum für den Austausch zu geben, sowohl von Dokumenten, Materialien, Artefakten, aber auch für den Austausch von Meinungen, von Einschätzungen, von Erfahrungen. Und insofern ist eine Community ein interessanter Ort für den Austausch Peer-to-Peer, ohne dass unbedingt eine pädagogische Instanz diesen Lern- und Austauschprozess systematisch betreut, wenngleich eine bestimmte Moderation und Strukturierung dieses Prozesses von großer Bedeutung ist. Informelles Lernen ist das Schlagwort, Peer-to-Peer nennen wir das. Es hat im Grunde genommen niedrige Hürden. Ich kann auch jederzeit zugreifen. Vielfach ist das Lernen in einer solchen Konstellation auch kostenlos möglich. Es kann chaotisch sein. Es kann frustrierend sein für die Nutzenden. Und wir müssen nüchtern betrachten, dass vielfach solche Communities nicht unbedingt nachhaltig funktionieren. Viele Communities sterben auch ab. Sie können nicht ein gewisses Niveau erreichen einer gewissen Beteiligung. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir eine Moderation, eine Unterstützung liefern, die wir dann auch durchaus als eine pädagogische Aufgabe betrachten können.
Achtens, Lernmodule. Hier geht es um kleine Einheiten, die wir für das Lernen bereitstellen. Ein Just-in-Time-Lernen ermöglichen. Lernmodule, auf die ich zugreifen kann, jederzeit, ortsunabhängig, und die ja vielleicht sowas wie 4 bis 8 Stunden Lerndauer umfassen, vielleicht sogar auch weniger. Hier ein Beispiel. Wir haben einmal ein Studienprogramm auseinandergenommen in Kursen, nochmals eine Struktur gefunden, wo wir eben jeden Kurs in solchen Modulen, Strukturen untergliedert haben und dann in dieser Struktur nochmals kleine Einheiten definiert haben. Der große Vorteil ist, die einzelne Person kann jetzt einen Pfad wählen durch dieses Studienprogramm in der Geschwindigkeit, in der es für sie gut ist, aber auch in der inhaltlichen Abfolge, die es für sie richtig erscheinen lässt. Zeit- und ortsunabhängig ist das ganze Lernen. Es ist ein Lernen mit einem hohen Grad an Selbststeuerung, die viele Freiheiten eröffnet. Die Frage bleibt, werden die Inhalte hier nicht zu stark in kleinste Einheiten zergliedert? Bleibt ein größerer Problemhorizont? Kann ich tatsächlich in komplexere Probleme hinreichend einführen? Der Beratungsaufwand steigt und auch hier ist das Problem, dass das Durchhalten schwierig ist. Es fehlt oft ein sozialer Rahmen und wir müssen auch hier wieder mit dem Problem des Dropouts rechnen. Der Dropout ist hier höher. Es ist hier ein höherer Dropout zu erwarten als bei einem Angebot, was mit einer stärkeren sozialen Strukturierung und Rahmung versehen ist. Eine Alternative wäre eben Online-Kurse. Wären Online-Kurse, die eine gewisse Struktur haben. Hier ein Beispiel jetzt etwa eines Kursprogramms mit 3 Kursen. Die in Takten durchstrukturiert sind, bei der die Lernenden Lernaufgaben in jedem Takt einreichen müssen, entweder als Einzelaufgabe oder als Gruppenaufgabe. Sie sehen immer, die Struktur ist gleich. Wir haben Lernmaterialien, wir liefern eine Lernaufgabe, die muss bearbeitet werden und es gibt dann eben halt eine Rückmeldung. Dieser Takt muss in seiner zeitlichen Struktur angepasst werden auf die beruflichen, privaten Möglichkeiten der Person. Es ist oft günstig, einen 2- oder 3-wöchigen Takt vorzusehen, also jetzt nicht 6 Wochen, das ist dann wieder sehr weit. Wöchentlich ist oftmals zu kurz, also diese Taktung muss genau stimmig sein. Aber diese Taktung schafft natürlich eine gewisse Vorstrukturierung des Lernens, das den Lernenden immer wieder auch sozusagen anstößt und motiviert, vielleicht auch sich wieder auseinanderzusetzen, sich einer Aufgabe zu widmen, vielleicht alleine, vielleicht mit anderen, sodass diese Taktung schon ein sehr wichtiges Element in der Unterstützung des Lernprozesses darstellt. Nun, Sie kennen das, auf dem Online-Campus ist genau das die Idee. Wir haben hier Kurse, wir haben in unseren Studienprogrammen Taktungen, wir haben 3-wöchige Taktungen. In unseren Studienprogrammen ist das die grundlegende Idee, die dazu beitragen soll, dass eine intensive Auseinandersetzung mit den Themen gewährleistet wird. Uns ist das wichtiger, als einfach am Ende eine Klausur oder eine Prüfung zu haben, die einfach prüft. Uns ist das wichtiger, dass die Lernenden während des Semesters sich mit den Dingen auseinandersetzen, weil das sichert den Lernerfolg mehr als die Prüfung am Ende. Also hier eine solche Struktur, die könnte eben etwa aussehen darin, dass eben halt eine Vorlesung, eine Online-Vorlesung existiert, mit Testfragen ein Lehrbuch existiert, weiterführende Informationen bereitgestellt werden oder in unserem Fall jetzt hier auch möglicherweise ein solches System, eine Übungsumgebung, bei der auch Feedback dann erfolgen kann.
Das wäre eine Struktur, die auch wieder aus verschiedenen Elementen besteht. Und je nachdem, wie nun die Anforderungen, die Rahmenbedingungen sind, müssen wir diese Elemente eben in einem Arrangement zusammenbringen. Also hier, eine solche Struktur ist oft in der Erwachsenenbildung sehr vorteilhaft. Wir können das so arrangieren, dass es gut mit dem Privat- und Berufsleben vereinbar ist. Soziales Lernen kann organisiert werden durch diese Taktung und wir haben eine geringere Abbruchquote bei dieser Art der Struktur. Gleichzeitig wird genau das natürlich auch manchmal als rigide erlebt, also diese Strukturierung in 3 Wochen, diese Strukturierung mit den Lernaufgaben, bei dem Just-in-Time-Lernen, bei den Lernmodulen haben wir natürlich mehr Freiheit und wieder andere Nachteile. Letzter Punkt, hybride Lernarrangements. Hier geht es darum, eine passgenaue Lösung für ein definiertes Anliegen einer Organisation zu finden. Also hier geht es darum, zu analysieren, was sind die Fragen und Bildungsprobleme einer etwa Organisation, einer Abteilung, einer Einrichtung. In dem Beispiel hier ging es etwa darum, dass wir 1000 Führungskräfte in der öffentlichen Verwaltung in NRW, dass wir dafür ein Schulungskonzept entwickeln wollten, bei dem computergestütztes Lernen eine Rolle spielen sollte, allerdings eben in Kombination mit Präsenztrainings. Und auf dem Lernprogramm haben wir dann authentische Gesprächsszenen aufgenommen. Dieses Lernprogramm hatte eine Lernzeit von 2 Stunden und konnte so die Grundlage bilden für ein Training der Gesprächsführung, für ein Training von Gesprächssituationen von Führungskräften mit Mitarbeitenden in einem verkürzten Präsenztraining dann in Kleingruppen. Also hybride Lernarrangements versuchen, eine kluge Kombination zu finden von Online- und Präsenzelementen und versuchen eben halt genau an diesen Rahmenbedingungen einer Organisation anzusetzen. Es ist eben nicht einfach nur die Addition dieser Elemente, sondern man muss etwa auch mit den Dozierenden dann dieser Präsenztraining sehr genau überlegen, wie man das eigentlich gut zusammenbringen kann. Es ist also eine Neukomposition eines Lernarrangements und es kommt nicht einfach nur eine Online-Komponente zu den bisherigen Trainings dazu. Da könnte man noch viel drüber sprechen und noch nachdenken, ja, was das eigentlich bedeutet, eine solche Neukomposition von Lernarrangements auch in bestehenden Bildungseinrichtungen mit bestehenden Dozierenden zu implementieren. Ja, auch das Lernangebot in unserem Studienprogramm kann als ein hybrides Lernarrangement beschrieben werden, weil es ja auch mit Präsenzelementen zusammenhängt. Und wir schon auch überlegen, wie viel Präsenzelemente brauchen wir, wie viel Online-Elemente brauchen wir. Und wir haben auch in unseren Studienprogrammen immer wieder nachgedacht, welche Elemente können hier hilfreich sein. Hier mit den verschiedensten Tools haben wir in der Vergangenheit gearbeitet, um eben halt diese Online-Räume so zu gestalten, dass sie tatsächlich Möglichkeiten der Begegnung, des Austauschs eröffnen mit asynchronen, mit synchronen Elementen, aber letztlich natürlich auch Präsenzelemente, wo man sich trifft, wo man sich austauscht, wo man miteinander redet. Das ist ein hybrides Lernarrangement, aber ein Arrangement, bei dem wir eben halt sehr genau das Zusammenwirken dieser Elemente uns überlegen müssen und mit allen Beteiligten sozusagen das Zusammenwirken auch neu erfinden müssen. Wir müssen dann auch in der Planung Evaluationen durchführen. Es ist wichtig, auch von Anfang an zu analysieren, wie werden die Lernenden mit den Angeboten umgehen. Wir machen solche Studien in unserem Usability-Labor, Studien auch mit den Dozierenden im Vorfeld, um es von vornherein auch bestimmte Schwierigkeiten zu identifizieren in den Anwendungen,
weil später, wenn es dann online geht, können Sie die Probleme ganz schwer wieder einholen und korrigieren. Wir kommen damit zu der Übersicht, die wir am Anfang auch schon gesehen haben. Ich habe Ihnen 10 verschiedene Varianten gezeigt, wie wir solche digitalen Lehr-Lern-Szenarien aufbauen können. Das ist eigentlich eine, wenn Sie so wollen, nicht wirklich strukturierte Übersicht, und wahrscheinlich würden Sie noch ein 11. und 12. Beispiel finden. Mir ist es wichtig, deutlich zu machen, in welcher Bandbreite wir mediendidaktisch arbeiten können, dass unsere Aufgabe im Kern darin besteht, diese Szenarien in ihren Möglichkeiten zu kennen und zu verstehen, und dass wir dann im didaktischen Design auch in der Lage sind, die richtigen Entscheidungen zu treffen und auch vielleicht eine Kombination dieser Elemente zu erzeugen. Bei der Lernorganisation geht es immer auch um diese Elemente, wo, nämlich um die Frage, wo habe ich ein autodidaktisches Lernen, wo kann ich Unterstützung, also durch Betreuung, dazu bringen, und wo kann ich auch soziales Lernen implementieren. Das sind für uns drei Elemente, die wir in diesen Arrangements immer überlegen, wo es auch keine a priori Lösung gibt, wo man nicht sagen kann, das und das ist jetzt das Beste. Möglichst soziales Lernen, möglichst autodidaktisch, möglichst immer mit Unterstützung. Das braucht einer genauen Analyse der Parameter des didaktischen Feldes, um eine Kombination dieser Elemente zu finden. Wir sehen hier, man kann die einzelnen Szenarien ein wenig zuordnen. Aber auch hier wieder, wir müssen die beste Lösung finden in und nach der Analyse dieser Parameter. Ich würde mich nie a priori für eine dieser Varianten entscheiden, sondern würde jedes Mal fragen, was ist in dieser Situation die wirklich beste Lösung für das Lernen? Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.